Sie haben sicherlich schon von Korrelationen gehört. Es gibt positive Korrelationen und negative. Hier haben wir im Prinzip eine negative Korrelation Euro-US-Dollar gegen US-Dollar Schweizer Franken. Das heißt, steigt das eine Währungspaar, fällt das andere. Und das nennt man negative Korrelation. Und beim Forex-Handel ist es eben interessant, dass man hier natürlich auf Positionierungen achten muss. Ja, wenn die Währungspaare konträr laufen von ihrer tendenziellen Korrelationsabhängigkeit, und das schwankt immer wieder mal mehr, mal weniger. Euro, US-Dollar, US-Dollar, Schweizer Franken hat ja aber einen relativ langfristigen Gleichlauf im Sinne der negativen Korrelation. Da macht es natürlich wenig Sinn, dass Sie beide Währungspaare in eine Richtung zum Beispiel traden. Ja? Oder das eine dann long und das andere short. Warum? Weil Sie Ihr Risiko erhöhen pro Position. Es macht also wenig Sinn, hier die Korrelation unberücksichtigt zu lassen. Das heißt, schauen Sie auch immer mal wieder auf die Korrelationsabhängigkeiten. Und da bieten wir bei JFD Brokers auch ein schönes Tool, wie wir gleich sehen werden. Aber auch frei verfügbar gibt es direkte Korrelationstools im Internet, wo Sie verschiedene Währungen miteinander vergleichen können. Und hier ist zum Beispiel auch interessant, British Pfund, US-Dollar. Es gab Zeiten, da war dieses Paar Euro-US-Dollar, British Pfund, US-Dollar sehr eng miteinander korrelierend. Das hat sich enorm abgenommen, oder es ist der Gleichlauf beider Währungspaare, die ja beide, also beide Währungen werden ja in US-Dollar gehandelt, also der Euro und das britische Pfund in US-Dollar. Die bewegten sich eine relative lange Zeit im Gleichlauf. Das heißt, man konnte sozusagen, wenn das eine Paar sich bewegt hat, darauf spekulieren, dass das andere die gleiche Bewegung vollzieht und sozusagen auf den Zug aufspringen. Das funktioniert nicht mehr. Das heißt, die Korrelation hat sich abgeschwächt, Schrägstrich ist in einen unwichtigen Faktor zurückgefallen. Die Korrelation US-Dollar, Schweizer Franken, Euro-US-Dollar ist dennoch unverändert hoch, also die negative Korrelation. Und hier muss man eben aufpassen, wenn sich das eine Paar in die Richtung bewegt, das andere in die Richtung, dass man hier nicht in die gleichen Richtungen agiert. Da macht es mehr Sinn, sich auf das eine wesentliche Währungspaar zu konzentrieren, was charttechnisch zum Beispiel das bessere Setup liefert und nicht beide Währungspaare gegeneinander zu handeln. Das soll es mal hier gewesen sein. Und jetzt gehen wir mal zu den Add-ons, die wir anbieten, die MT4-Add-ons. Das heißt, Sie können in unserem MetaTrader die Währungspaare sowohl im Chartgraph natürlich hier grafisch dargestellt, aber auch hier mit einer Korrelationskennzahl sozusagen darstellen. Und eine Korrelation von -99% bedeutet praktisch hier im Tageschartintervall der damaligen Zeitperiode nahezu negativ identischen Gleichlauf. Also steigt das eine Währungspaar, sehen Sie hier sehr schön, Euro-US-Dollar steigt, US-Dollar Schweizer Franken fällt und umgekehrt. Ja. Das ist wichtig zu wissen, Korrelation bei Währungspaaren mit zwei Mausklicks zu erhaschen und relativ einfach einzufangen. Ich kann Ihnen nur den Tipp geben, schauen Sie sich die Währungspaare an, schauen Sie auch mal auf die Korrelation, aber handeln Sie das Setup nach Ihrem Trading-Setup, was natürlich Sinn macht, und vermeiden Sie Klumpenrisiken oder eben Spekulationen aufgrund hoher Risiken, die dann in eine Richtung gehen, um hier sozusagen Ihr Risk- und Money-Management auch zu berücksichtigen, sollten Sie immer mal einen Blick auch auf die Korrelation werfen. Neben Korrelation gibt es, ich hatte es vorhin schon angekündigt, die Saisonalitäten. Das Für und Wider ist eben die Frage, wer arbeitet mit Saisonalitäten? Da gibt es viele, viele Fragen. Letztlich gibt es Zeit- und Datenreihen, gerade von den Aktienmärkten, schon sehr, sehr lange. Am Forex-Markt, wie wir ihn ja mit der Geburtsstunde 73 praktisch heute kennen, ist er noch sehr jung. Deswegen die Frage, haben statistische Ereignisse, also saisonale Wiederholungen von 50 bis 20 Erscheinungen, wirklich eine Relevanz? Kann man drüber streiten. Am Future- und Optionsmarkt sind Saisonalitäten gang und gäbe. Ja, gerade Rohstoffe bewegen sich in gewissen saisonalen Zyklen, Getreide, Rohstoffe, das sind, sage ich mal, auch natürlich klimabedingte Abläufe, die da immer wieder zusammenhängen. Es gibt auch die Überschwemmungen, Trockenkatastrophen und dergleichen, die natürlich zu gewissen Jahreszeiten immer wieder einen Zyklus haben, der sich saisonal einfangen lässt. Dennoch sind auch Saisonalitäten bei Währungen durchaus einen Blick wert. Und die Idee natürlich, warum, ganz klar, im Einklang mit dem Chart oder Ihrem Setup, geht es eigentlich nur darum, einen gewissen Vorteil, einen gewissen Wahrscheinlichkeitsvorteil zu erlangen. Und wenn Sie wissen, dass über eine gewisse Zeitperiode zum Beispiel ein Währungspaar eher dazu neigte, oder auch eine Währung gegenüber die andere eben, dazu neigte, aufzuwerten oder andererseits abzuwerten, dann ist das sicherlich eine interessante Erkenntnis, die Ihren statistischen Vorteil, wenn Sie sich schon mit Charttechnik befassen, hier ein Stück weit noch nach oben zu heben. Ja, das ist jetzt, die Saisonalität ist keine Blaupause für Gewinne, aber es ist natürlich eine Tatsache, die man auch am Forex-Markt einsetzen kann, um sozusagen seine statistische Gewinnwahrscheinlichkeit ein Stück weit nach oben zu pushen. Und wir arbeiten am Aktienmarkt, am Tradingmarkt, am Forex-Markt, am Rohstoffmarkt immer mit Wahrscheinlichkeiten. Und durch Saisonalitäten haben wir durchaus die Möglichkeit,
ja, ich will nicht sagen, ein Stück weit die Kristallkugel zu betrachten, aber eben die Wahrscheinlichkeit zu unseren Gunsten zu nutzen, wenn wir denn wissen, was Saisonalität ist. Und das schauen wir uns auch mal an, denn Saisonalitäten hängen auch mit Korrelationen zusammen. Wir sehen hier zum Beispiel den saisonalen Verlauf von Euro-US-Dollar ab September jetzt mal beginnend und hier von US-Dollar-Schweizer Franken. Wie wir vorhin in dem Korrelationspick gesehen haben, haben wir hier eine negative Korrelation. Das heißt, wertet Euro-US-Dollar auf, wertet US-Dollar-Schweizer Franken ab und das umgekehrt. Das lässt sich auch sehr schön in der Saisonalität einfangen. Das heißt, Sie sehen hier den zyklischen Verlauf der letzten 16 Jahre vom September bis Oktober, knapp 40 Handelstage, wie die Währungspaare sich hier bewegt haben. Und das Gleiche gibt es hier auch beim Goldpreis zum Beispiel. Ich habe vorhin auch davon gesprochen, der US-Dollar ist ja die Rohstoffwährung schlechthin. Und die Feinunze Gold wird auch natürlich meist gehandelt in US-Dollar. Und interessant hier, wenn der Goldpreis aufwertet, ist es saisonal statistisch korrelativ zu erfassen, dass der US-Dollar abwertet. Und der US-Dollar, Sie wissen es, hat in den letzten Jahren, gut seit 2015 hat es sich beruhigt mit dem Spike 2014, wo es dann nach oben ging, also hier die Intention der Leitzinserhöhung dargestellt wurde, quantitativ Easing in den USA beendet wurde, hat der US-Dollar einen Auftrieb erfahren. Und seitdem, meine lieben Zuschauer, ist der Goldpreis, der sich ja ohnehin schon seit 2011 im Rückzug befand, weiter unter Druck geraten. Und Sie wissen alle, was mit dem Ölpreis passiert ist während der letzten Monate und Jahre. Auch der ist nach unten gekommen. Und das im Gegenzug dessen, dass der US-Dollar eben an Wert gewonnen hat. Und wir sehen hier eben auch schön die Korrelation steigender Goldpreis, fallender Dollar. Der US-Dollar-Index ist praktisch der Außenwert des US-Dollars gegenüber einem Korb aus Währungen. 6 Währungen sind da drin und das spiegelt praktisch den US-Dollar dar. Und der zeigt nach unten, zeigt der Goldpreis nach oben umgekehrt. Diese Korrelation, wie gesagt, hat lange Bestand. Und ob es immer so bleiben wird, steht in den Sternen. Aber wenn der US-Dollar eine Ankerwährung ist als Rohstoffswährung, dann wird das sicherlich auch hier noch eine relativ lange Zeit gültig sein. Schauen wir uns dann zumal nochmal den direkten Vergleich von den vier Charts an, die wir gerade eben im Sinne der Saisonalität hatten. Euro-US-Dollar steigende Tendenz, Gold steigende Tendenz. Ergo US-Dollar-Index schwach, ergo auch der US-Dollar, der in Schweizer Franken gehandelt wird, schwach. Das ist jetzt mal so ein kleiner Ausschnitt aus einem Korrelations-Saisonalitätsgedanken, den man durchaus für sich nutzen kann, um am Markt eben hier auch ja, zum einen Timing-Instrument zu haben, zum anderen aber auch eben hier die Möglichkeit, gewisses Risiko- und Money-Management zu betreiben, um nicht zum Beispiel hier sich gegeneinander in die verkehrte Richtung zu positionieren, sondern eben hier im Gleichklang der Korrelationen und Saisonalitäten zu arbeiten. Sehr, sehr interessant. Merke deswegen, der Euro-US-Dollar, Goldpreis sind hier ergo in einem Gleichlauf nach oben besegnet und umgekehrt US-Dollar, Schweizer Franken, US-Dollar-Index, der US-Dollar ist ja in Schweizer Franken gehandelt, wenn die nach unten zeigen, ist das natürlich das gegenläufige Bild. Ich zeige Ihnen auch nochmal einen interessanten Chart zum Goldpreis, hier im saisonalen Zeitfenster. Und Sie sehen ja hier, das war auch in der Grafik vorhin zu sehen, dass Mitte August etwa, mit dem Blick auf die letzten 16 Jahre, der Goldpreis zu einer enormen Aufwertung geeicht ist. Ob das natürlich dann hier mit den Hochzeitskäufen in Indien, die ja dann immer im September stattfinden, also Hochzeitssaison, zusammenhängen oder was auch immer. Es lässt sich jetzt letztlich erkennen im saisonalen Zyklus, dass hier der Goldpreis von Mitte August bis in den September hinein eine Aufwertung vollzieht. Und wir haben jetzt mal hier seit 2004 im Chart praktisch die Phasen zu stehen, wo der Goldpreis praktisch genau in diesem Zeitfenster von Mitte August bis Mitte September hier mit diesen grünen Linien gesegnet wurde. Und wir sehen hier, dass es in der Masse genau zu diesem Zeitfenster eben und das trotz der Korrekturbewegung hier im Jahr 2012 eine Aufwertung gab. Ganz, ganz spannend. Und diese Grafik, meine lieben Zuschauer, die ist jetzt hier aus dem letzten Jahr, 2015, ist noch offen. Aber ich kann es offenbaren, wir hatten hier, da kommt der Pfeil von oben, ein Verlustjahr. Das heißt natürlich, die Saisonalität hat hier nicht funktioniert. Das heißt, die statistische Grafik ist hier sozusagen ein Stück weit zu relativieren. Im Schnitt dennoch auch in der Masse zu sehen, okay, die Saisonalitäten haben hier einen Vorteil long, also auf steigende Preise, Goldpreis vom August bis Ende September. Und wenn sich das natürlich dieses Jahr wieder fortsetzen sollte, dann wäre Mitte August unter Umständen ein guter Zeitpunkt, den Goldpreis long zu handeln, also auf einen steigenden Goldpreis zu setzen. So,
Das war jetzt so ein Stück weit Retroperspektive zum Goldpreis. Wie gesagt, im Jahr 2015 ging es nach unten. Das heißt, die Saisonalität hat eine kleine Kerbe bekommen. Ob es dieses Jahr nochmal nach unten geht? Fragezeichen. Der Goldpreis selber baut ja an dem Boden. Und merken Sie sich einfach, im August ist eine relativ bullische Phase. Wenn da charttechnisch der Goldpreis jetzt noch einen Ausbruch bekannt gibt oder eben, sag ich mal, Signale bietet, die auf eine Aufwertung hindeuten, dann ist das natürlich interessant, weil man im Hinterkopf, wenn Sie sich das heute mitnehmen, aha, der Goldpreis hat hier tatsächlich die saisonale Chance nach oben zu ziehen. Auch Euro-US-Dollar übrigens. Gut, 2015 hat es nicht geklappt, umso besser können es im nächsten Jahr werden. Schauen wir mal hin, was wir jetzt noch Feines haben. Wir haben hier Saisonalitäten und da merkt man wieder, dass wir in Germany unterwegs sind. Kleiner Haftungsausschluss, das, was ich gerade zu Goldpreis sage und das, was ich jetzt zum britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar sagen werde, ist natürlich rein informativ und soll keinesfalls eine Handelsempfehlung sein, das ist ganz klar, aber hier auf sich wirken lassen. Das sind reine Informationen, die hier übermittelt werden und keine Handelsempfehlung, damit Sie jetzt hier aggressiv im August Gold kaufen und im September wieder verkaufen, um Gottes Willen. Aber ich möchte Ihnen mit dem britischen Pfund US-Dollar eine Trading-Idee vorstellen, die hier mit dem Saisonalitätsfaktor eben zusammenhängt. Und da sehen Sie hier sehr schön eine Grafik oder eine statistische Software, die hier das Ganze auswertet. Und da wird eben deutlich, dass das britische Pfund in den vergangenen 10 Jahren in 8 von 10 Fällen ein Treffer aufwies. Also zu einer Phase, und das beginnt am 10.3., also in 2 Tagen. Übrigens, Europäische Zentralbank-Sitzung, aufpassen am Donnerstag. Aber vom 10.3. bis 19.4. hat das britische Pfund hier 41 Kalendertage am Stück die statistische Wahrscheinlichkeit während der letzten 10 Jahre eben gehabt, hier in 8 Fällen nach oben zu laufen. Und Sie sehen ja hier einen exemplarischen Performance-Chart, der die Saisonalität unterstreicht beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar während dieser Handelsphase im März. Das ist interessant zu wissen und auch hier einfach mal das britische Pfund beobachten, ob es denn wieder gelingt. Sie sehen hier die einzelnen Handelsjahre. Im letzten Jahr gab es einen kleinen Verlust. Hier statistisch gesehen ging es nach unten, aber hier im großen Mittel und auch anhand des Performance-Charts sehen Sie sehr schön, dass das britische Pfund rein technisch gesehen in 2 Tagen vor einer bullischen Handelsphase stehen dürfte, was hier dann im Schnitt der durchschnittliche Profit 345 Pips während dieses Zeitraums in Aussicht stellt. Wir hatten vorhin die Pips besprochen, wir hatten vorhin auch den einzelnen Pip-Wert besprochen und jetzt wäre theoretisch die Möglichkeit gegeben am 10.3., dass das britische Pfund über 41 Kalendertage hinweg hier eine durchschnittliche Performance von 345 Pips erzielen kann. In der Spitze sogar Biggest Profit war hier im Jahr 2007 sogar 923. Aber das mal am Rande. Trefferquote, wie gesagt, 80%, das ist ganz interessant und man darf jetzt mal gespannt sein, ob das sich wieder so umsetzt. Ich gebe hier, wie gesagt, nochmal den Tipp, die Saisonalitäten sind einfach nur ein Hinweis, was zu gewissen Zeitfenstern passiert und das funktioniert eben auch am Forex-Markt, insbesondere dort auch, nicht nur eben am Rohstoff- und Terminmarkt, wie man denn vermuten mag. Deswegen Saisonalitäten interessant. Auch hier weisen wir bei JFD Brokers immer mal wieder auf solche Möglichkeiten hin und geben ihnen sozusagen ein kleines Gimmick, um sozusagen zu schauen, was der Markt denn da darbietet. Zu diesem Gimmick habe ich auch noch was, und zwar am 14.3., das ist ja der Sonntag, oder das ist der 13.3., genau, 13.3. ist der Sonntag, wo wir den Vortrag halten. Und da will ich eine Trading-Idee auch vorstellen für den 14.3. Ja, das wird dann der Vortrag, der letzte Vortrag vom Sonntag sein. Ich sagte es ja schon eingangs, dass ich heute die Ehre habe zu eröffnen und am Sonntag auch zu beschließen das Ganze. Und da ist praktisch hier die Trading-Idee und da sehen Sie mal hier den Performance-Chart von einer anderen Software, die ja auch eine relativ gute statistische Wahrscheinlichkeit aufweist, ab 14.3., also ab dem Montag für X Zeithorizonte und so ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, denke ich, relativ interessant, was man da erhaschen kann. Aber auch hier immer, wie gesagt, das Ganze im Abgleich mit dem Realchart, mit dem charttechnischen Setup, gibt es da Möglichkeiten. Aber hier eine Zeitspanne, wir reden hier über 20 Jahre. Ja, beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar hatten wir gerade so einen historischen Rückblick 10 Jahre mit einer 80-prozentigen Trefferquote und hier haben wir einen Rückblick auf die letzten 20 Jahre. Also durchaus interessant.